Herzlich willkommen hier in Rom im Augustinianum, wo sich der Schülerkreis und der neue Schülerkreis Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., erneut zu seinem jährlichen Symposium trifft. Diesmal zum ersten Mal nach dem Heimgang des Heiligen Vaters, Papst Benedikt XVI. Bei mir ganz herzlich begrüßen darf ich Erzbischof Dr. Georg Genswein, seinen langjährigen privaten Sekretär. Herzlich willkommen, Herr Erzbischof. Danke. Bei diesem Symposium geht es um das Vermächtnis von Papst Benedikt XVI. Sie haben ihn fast zwei Jahrzehnte intensiv und ganz dicht begleitet. Wenn man an das Vermächtnis eines Menschen denkt, vor allen Dingen an einen, den man geschätzt hat, den man geliebt hat, dann denkt man oft auch an die letzten Worte zurück, die er gesprochen hat. Und Frau Elija, sein Krankenpfleger, hat Ihnen diese letzten Worte übermittelt. Was waren seine letzten Worte und was haben Sie gedacht, als Sie die gehört haben? Ich habe sie nicht gehört, Sie haben völlig recht, Herr Rothweiler. Es war so, dass am Morgen des 31. Dezember Frau Elija mir sagte, kann ich Ihnen was sagen? Selbstverständlich. Dann sagt er hatte die Nachtwache und sagte dann, also es war eine sehr unruhige Nacht. Und so gegen drei auf einmal sagt er drei Worte Italienisch. Signore ti amo. In Italienisch, weil Deutsch konnte Frau Elija auch nicht. Und danach war er sehr ruhig. Ich wollte Ihnen das sagen, sagt mir Frau Elija, weil ich meine, dass das wichtig ist. Und damit Sie es wissen und damit also auch Sie das jetzt hören oder gehört haben, was ich gehört habe. Sonst hat es niemand gehört. Das ist schon ein, ja, es ist nicht nur beeindruckend, es ist ein, letztlich ist das sozusagen das Siegel auf sein Leben, auf sein intellektuelles Leben, aber auch auf sein geistliches Leben. Und das sind ja nicht zwei parallel laufende Schienen, sondern das ist ja sind zwei Elemente oder zwei Realitäten in einem. Und dass am Ende seines langen Lebens und seines wirklich intensiven Lebens diese Worte stehen, also diese Worte noch so sagen konnte, das ist ja auch sehr wichtig, dass sie verständlich waren, weil die letzten Tage, die letzten Wochen war es sehr schwierig, dass er ganz verständliche Worte sprach. Es ist ein Geschenk, letztlich aber auch eine Botschaft, die ich natürlich auch in mein Leben hineingenommen habe und von der ich wirklich zehre, die mich aber auch sehr bewegt. An was hat Sie das erinnert, diese Worte, Herr, ich liebe dich? Wer Josef Ratzinger, wer den Theologen, den Bischof, den Kardinal, den Papst kennt und Predigen gehört hat, Schreiben, Dokumente, Bücher, hat ja selber gemerkt, dass sozusagen einer der, ja, wenn man so will, dieser roten Fäden in seinem theologischen Leben immer wieder die Liebe ist. Ich will jetzt gar nicht Deus Caritas zitieren, das ist ja seine erste Enzyklika gewesen als Papst, aber auch schon in anderen wichtigen, bereits früheren Publikationen ist ja dieses Wort, nicht nur ein Wort, sondern sagen wir so, diese Zielrichtung immer wieder durchgekommen. Und dass er das am Ende seines Lebens, in der letzten Minute, in dem er noch wirklich reden konnte, so zusammenfassen kann, ist letztlich auch ein Auftrag. So habe ich das auch empfunden. Es ist ein Geschenk, es ist eine Botschaft, aber es ist auch ein Auftrag und auch eine Bestätigung, dass einer dieser Grundgedanken seiner Theologie tatsächlich auch durch sein Leben einen Abschluss gefunden hat. Hat das auch mit seinem Petrusamt zu tun? Denn ich meine, es schwingt ja auch so ein bisschen mit das, was Petrus gesagt hat, auf die dreimalige Frage hin, liebst du mich? Ganz genau. Also das ist, an die Jesus an das Petrus war gestellt bei mir hat. Am Anfang noch gar nicht so präsent, möchte ich sagen. Also dann nach und nach ist mir klar geworden, dass eigentlich die Frage, oder besser gesagt, die Antwort, die er gegeben hat, möglicherweise hat der Herr ihn auch gefragt. Wir wissen es nicht, aber es ist wirklich phänomenal, wie sich da, ich muss sagen, also auch Lebenskreise schließen, aber auch Anlass geben, nachzudenken und letztlich auch in eine Tiefe zu gehen, die, wenn man es zulässt, schon auch bestimmte Rückschlüsse ziehen lässt.
Weil man denkt ja auch dran, in der Situation, wo Petrus gesprochen hat, sozusagen an die eigene Sündhaftigkeit, an das eine auch gefallen sein immer wieder und so dieses letzte, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, nochmal diese Bestätigung, trotz allem. Ja, ich glaube, dass in der Tat, es hat sozusagen die gleiche Schwingung. Und diese Schwingung, ich denke mir dann, wer weiß, was in ihm vorgegangen ist in diesen Stunden, dass diese Schwingung sozusagen sich dann wirklich nochmal zusammengefügt hat, nochmal richtig zusammengeballt hat in diesen Worten, die er dann auch ausgesprochen hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass er das auf Italienisch gesagt hat und nicht in seiner Nein. Muttersprache? Es ist ja oft so, dass man denkt, also wenn jemand also an diesem Punkt angekommen ist, dass die Muttersprache sozusagen eigentlich die Sprache ist, die letztlich auch dann nolens volens die Sprache ist, in der die letzten Worte gesprochen werden. Ich habe keine Erklärung, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass er, ja, er war natürlich 40 Jahre hier in Rom, aber eine Erklärung habe ich nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, scherzhafterweise habe ich oft gefragt, Heiliger Vater, haben Sie denn geträumt? Beim Frühstück. Dann sage ich, darf ich mal fragen, in welcher Sprache eigentlich? Er sagt ja, das geht jetzt durcheinander. Ne? Weil man sagt, wenn man träumt, das ist so auch ein Maß, in welcher Sprache man denkt, in welcher Sprache man dann auch kommuniziert. Ich glaube, dass das letztlich auch, es war austauschbar, das Deutsche und das Italienische. Natürlich, das Deutsche ist seine Muttersprache geblieben und in Deutsch hat er auch seine wichtigsten Texte, seine wichtigsten Ansprachen verfasst und die Ansprachen auch gehalten. Hat er irgendwie gemerkt, dass es auf den Tod zuging? Hat er Angst vor dem Tod gehabt? Hat er sich da irgendwie geäußert? Er sagt, Angst vor dem Tod, er hat mal gesagt, dass also es ist nicht so sehr die Angst vor dem Tod, ist sozusagen die Art und Weise des Sterbens oder des Abschiednehmens. Ne? Ob es schmerzhaft sei, ob es ein langes, sagen wir so, ein langes Leiden sei. Aber er hat mir gegenüber nie den Eindruck erweckt, dass er Angst hat. Im Gegenteil, dass er nicht nur vorbereitet war, sondern dass er sich lange vorbereitet hat. Und in dieser Vorbereitung wahrscheinlich auch sehr viel an Nöten oder auch an Ängsten, ich will mal sagen, verarbeitet, durchgelitten, aber auch ausgestanden hat. Sie haben mal gesagt, dass Ihre Lieblingsenzyklika des Papstes Spe Salvi ist. Da kommt ja die Hoffnung unseres Glaubens zum Ausdruck. Vielleicht können Sie das mal erläutern, warum ist es Ihre Lieblingsenzyklika? Das hängt vielleicht auch damit zusammen, als ich mein Spezialstudium damals in Freiburg in der Dogmatik machte. Da muss man, also es ist die Dogmatik und da muss jeder ein Spezialstudium. Ich hatte damals die Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen. Und eines der wichtigsten Bücher von dem damaligen Professor Ratzinger ist ja die Eschatologie, ein kleiner Band in einer Reihe, die der Professor Auer herausgegeben hat, kleine katholische Dogmatik. Und Josef Ratzinger hat immer gesagt, das ist eigentlich meine best durchgearbeitete Aufgabe oder meine best durchgearbeitete akademische Arbeit. Und ich hatte damals eben da Verschiedenes zu vergleichen und bin da hineingestiegen, auch in diese Grundproblematik, weil da spielen ja so viele Elemente eine Rolle, dass letztlich, wenn ich die Hoffnung nicht habe oder wenn ich nicht diese feste Hoffnung in mir auch bewahre, ist das Leben sehr mühsam. Und ob es um die Gerechtigkeit geht am Ende, das Gericht, das Fegfeuer, ne, das waren ja lange Zeit, jetzt sage ich es mal etwas grob, Ladenhüter. Vielleicht, vielleicht auch heute noch für manche. Aber wer in die Tiefe hineinsteigt, dieser wirklichen Glaubenswahrheiten, der sieht, welche Hoffnung, welche Chance darin steckt, dass wir das Ziel unseres Lebens, das ewige Leben, den Himmel erreichen, wie tief das drinsteckt und wie wirklich große Hoffnung das auch bewirkt. Hoffnung auf das ewige Leben, haben Sie erwähnt, wie stellt man sich oder wie hat sich Ratzinger das ewige Leben vorgestellt, sofern man sich das hier in irdischer Form überhaupt vorstellen kann? Ist es endlos? Was bedeutet das eigentlich? Worauf geht eigentlich die Hoffnung aus? Worauf zielt sie hin? Die Hoffnung zielt eindeutig auf Gott. Ob ich jetzt Himmel sage, ob ich ewiges Leben sage, ist einfach das Sein bei Gott. Es gibt keine Zeitlichkeit mehr, es gibt keine Zeit mehr. Als Mensch kann ich mir das gar nicht richtig vorstellen, weil ich ja letztlich
in der Zeit lebe und ich kann nur spekulieren über die Zeit hinaus, aber ich bleibe einfach in der Zeit hängen. Ich bin ja kein zeitloses Geschöpf. Er hat einmal, das war bei einem Familienkongress in Mailand 2012, da hat er auch auf Kinderfragen geantwortet und da hat eben ein Kind gesagt, wie stellst du dir denn den Himmel vor? Da hat er gesagt, dann trifft wieder seine Eltern, seine Geschwister und all das, was er gerne hatte. Also kindgemäß, aber es war nicht nur kindgemäß, sondern es war wirklich spannend. Sozusagen die Freude in Potenz, also Christus gekommen, um die Fülle zu haben, die Freude in Fülle zu haben und alles nochmal viel mehr. Das ist Himmel. Das heißt, das ist Sein bei Gott, das ist Leben bei und das ist Leben in Gott. Für mich selber war das immer wieder auch ein Punkt, an dem ich, wenn es etwas notschwierig war und nicht ganz einfach, bin ich sozusagen da wieder zurückgekehrt und habe da wieder neu gestartet, sozusagen ein Reset gemacht. Und das hat mich immer wieder aus bestimmten Nöten gerettet und sozusagen wieder auf die Hoffnungsschiene geführt. Sozusagen auch zu wissen, sozusagen auf ewig geliebt zu sein und da auf jemanden zuzugehen, der einen liebt. Haben Sie in diesen letzten Monaten, Wochen beim Papst Benedikt diese Hoffnung erleben können in irgendeiner Form, wie er sie gelebt hat, wie er sozusagen diesem Ende seines Lebens, seines irdischen Lebens auf das zugegangen ist? Keiner wusste und weiß, wann die Stunde da ist, auch in den letzten Wochen. Es war nicht so, dass es jetzt sozusagen eindeutig sozusagen innerhalb kürzer Zeit auf ein Ende hin zuläuft. Ich habe gemerkt, dass er sich hineingefügt hat in Situationen, die ihn immer abhängiger werden ließen. Einmal hat er selber gesagt, also der liebe Gott hat mir die Stimme genommen, damit ich lerne zu schweigen. Und die Stimme, das war ja sein Instrument. Das war die große Gabe, die er hatte. Und das langsam abgeben oder dann auch spüren, dass die Gedanken da sind, aber dass die Stimme nicht mehr als Instrument funktioniert gut. Das ist natürlich schon auch eine bittere Erfahrung. Und sich da hineinfügen, das anzunehmen, das hat ihn gekostet, aber er ist heiter geblieben. Ist gut. Er hat sich vom Herrn führen lassen, auch in dieser konkreten Form. Und ich habe immer wieder auch andere, auch die Memories, auch Schwester Birgit, immer wieder gemerkt, also dass er sich da aber auch wirklich hineingeben muss. Oft hat er gesagt, die Hände Christi sind gute Hände. Auch dann, wenn etwas schwerfällt. Auch dann, klar, wenn er abstirbt. In Bayern haben das schon immer des Absterbens. Ne? Das sagt ja im Deutschen sehr viel aus. Also durch ganz konkretes Verhalten hat er manchmal gegen Ende seines Lebens mehr gesagt als durch Worte. Er noch sagen konnte. Mitarbeiter der Wahrheit, das ist sein Wahlspruch gewesen, das Verhältnis zur Wahrheit, in der Jesus Christus natürlich im Wesentlichen gesehen hat. Wie hat das wiederum sein Leben geprägt? Wir wollen ja so ein bisschen über seine Glaubens- und Lebenspraxis reden. Das ist ja für ihn alles nicht nur Theorie gewesen, von der Wahrheit zu sprechen. Eine meiner schönsten Erfahrungen ist wirklich die gewesen, sozusagen ein anderer roter Faden, dass er nicht nur als hochbegabter Theologe es verstand, theologisch zu formulieren, und zwar deutlich zu formulieren, schwierige Zusammenhänge und Sachverhalte zu formulieren, sondern dass das, was er geschrieben hat, dass das, was er gepredigt hat, dass eben da zwischen Predigen und Leben kein Unterschied war. Ich habe oft gesagt, es ist also praktizierte Theologie, die wir da Tag für Tag erleben. Zuerst im Großen, danach in den letzten Jahren im Kleinen, im Stilleren, Mater Ecclesiae. Aber die Einheit von Leben und die Einheit von Lehren, was ja nicht immer ganz einfach ist, die war wirklich überzeugend und vorbildhaft. Das sage ich auch aus Dankbarkeit, weil ich meine, Leben an der Seite eines solchen Mannes ist ja immer auch ein Leben, nicht immer ganz einfach. Aber es hilft in vielen Punkten auch das eigene Leben zu vertiefen und vor allem auch den Blick zu weiten.
Wie hat er sich denn verhalten gegenüber Menschen, gegenüber anderen, die es ja nicht selten gab, die nicht seiner Meinung, nicht seiner Überzeugung waren, seinen Opponenten? Er war immer ein Mann ja, des Dialogs, hat ja eigentlich keinen Dialog gescheut. Ja, es ist in der Tat so, dass, da sprechen Sie jetzt ein Element an, das sehr wichtig ist, dass ihm ja alle, sozusagen alle Titel, nicht unbedingt noble Titel, angehängt wurden, sodass man am Ende den Eindruck hatte, das muss ja ein Tyrann sein oder es muss ja ein, auch in diesem, vor allem in der Aufgabe als Präfekt der Glaubenskongregation, es muss jemand sein, also mit, da muss man irgendwie Distanz halten, sonst kommt man unter die Räder. Nun ja, wer ihn kennengelernt hat und wer mit ihm zusammen war, der hat gemerkt, das ist ja genau das Gegenteil. Ein milder Mann, man eher schüchtern, natürlich also ein hochintelligenter, klar, aber immer auch denen zugewandt, die nicht so dachten wie er. Er hat oft gesagt, es ist doch klar, dass die Freiheit des Gedankens gewährt sein muss, auch denen gegenüber, auch und gerade denen, die anders denken als ich oder die andere Vorstellungen haben. Nur, eines muss klar sein, dass eben jene, die im Auftrag der Kirche zum Beispiel lehren, dass sie nicht ihre eigenen Ideen fabrizieren, sondern wenn, dann müssen sie schon innerhalb des Depositum Fidei, das heißt innerhalb der katholischen Lehre bleiben. Mit welchen Worten sie das tun, ist, nur wenn das ausschert, ne, dann ist einfach die Verpflichtung vom Amt her, diejenige, um den Glauben zu schützen, aber auch die zu schützen, die glauben, ne, da muss das Lehramt eingreifen. Das hat er auch getan. Sie haben ihn lange als Präfekt der Glaubenskongregation begleitet, aber natürlich dann als Papst und als Papst Emeritus. Hat er sich verändert, nachdem er Papst geworden ist? Wie haben Sie da irgendwas bei ihm beobachtet? Ich habe ihn persönlich kennengelernt im Jahre 1995 und bin dann Sekretär geworden im März 2003, also 8 Jahre war ich Mitarbeiter an der Glaubenskongregation. Als aus Kardinal Ratzinger Papst Benedikt geworden ist, das Einzige, was sich verändert hat, nach meiner Auffassung, ist die Farbe der Soutane. Und natürlich, das, klar, die Amtsverantwortung. Aber im Menschlichen überhaupt keine Änderung. Also er ist jetzt nicht irgendwie sozusagen also feierlich aufgetreten oder steifer oder jetzt muss ich mich, also überhaupt nicht. Also die Natürlichkeit, die ich kannte, die wir kannten, die er als Kardinal hatte, die ist reibungslos und ohne Schwierigkeiten auch ins Papstamt hineingeflossen. Und ich meine, wir haben ja dann viele Jahre gesehen und gehört. Ich glaube auch nicht, dass da andere, die ihn gut kannten, Veränderungen wahrgenommen haben. Ich meine, dass es äußere Veränderungen gab, das ist klar. Aber es geht darum, ist der innere, ich sag mal, ist der innere Mensch der gleiche geblieben? Und da sage ich, jawohl, er ist der gleiche geblieben. Gibt es Momente, wo Sie gemerkt haben, das geht ihm jetzt sehr stark zu Herzen? Also Herausforderungen, Schwierigkeiten oder auch Angriffe, die er hat erfahren müssen. Und wie ist er damit umgegangen? In der Tat, also es waren wenige Angriffe auf seine Person. Er konnte sehr gut einschätzen. Natürlich wird seine Person getroffen, aber es gibt letztlich dem Amt oder als Kardinal, es gibt letztlich den Papst selber, damals Johannes Paul II. Ne? Und wie oft hat Johannes Paul II. Ihn beauftragt, wichtige Dinge sozusagen zu halten oder zu richten, dass der letztlich die Verantwortung hat, dann auch Schläge bekommt, das hat ihn gar nicht so stark betroffen. Was ihn getroffen hat, war tatsächlich, dass also innerhalb der Kirche, wenn da in Bezug auf den Glauben oder auch auf die Feinheit des Glaubens, auf die Freude des Glaubens, auf die Glaubensgeheimnisse, wenn da Angriffe kamen. Und mehr hat ihn getroffen von innen als von außen. Dass von außen Angriffe kommen, Attacken kommen, ne, das ist vorhergesagt. Dass es von innen, auch von Personen, von denen man meinte, das sei nicht so, dass da Attacken kommen, das hat ihn persönlich schon stark getroffen. Wie ist er damit umgegangen? Naja, das Erste ist, er hat es ins Gebet hineingenommen. Das Zweite ist, er hat versucht, für sich selber da auch eine, sozusagen einfach zu durchdenken und eine, erstmal zu verstehen, wie solche Formen, solche Formulierungen oder solche Angriffe
zustande kommen, wie solche Angriffe sozusagen abgeblockt werden können oder wie Personen, die es haben, wie man argumentativ überzeugen kann. Er war ja immer ein Intellektueller und hat das immer versucht. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann einfach die Autorität des Amtes, die Autorität im guten Sinn des Wortes, sozusagen aus Verantwortung sagen muss, bis hierher und nicht weiter. Natürlich, wenn andere weitergeht, oder das ist deren freie Entscheidung. Aber man muss wissen, hier ist es gedeckt katholisch und hier ist es nicht mehr. Ne? Anders gefragt, ins Positive gewendet, was hat ihn besonders bestärkt? Worüber hat er sich besonders gefreut? Also es hat ihn immer wieder gefreut, wenn er, verschiedene Beispiele, Briefe von einfachen Menschen, die also immer sich entschuldigt haben, dass sie es schreiben, aber keine Zeit, die kann es auch gar nicht lesen und so weiter. Aber die haben gedankt, dass er einfach auch hinsteht und hingestanden ist, wo die Angriffe kamen und wo auch Angriffe zu erwarten waren. Er hat sich also nicht weggeduckt. Oder er ist nicht sozusagen, er ist nicht geflüchtet. Er ist nicht, also nicht vor dem Feind oder vor dem Wolf oder vor wem auch immer weggelaufen. Überhaupt nicht. Gefreut hat er sich immer auch, wenn er gesehen hat, wie der Glaube blüht. Ich meine, da waren die Weltjugendtage waren da sicherlich jetzt im Hinblick auf die Jugend oder auch schon auf die erwachsene Jugend, waren sicherlich Erfahrungen, die ihn wirklich bestärkt haben. Bestärkt hat ihn also auch die vielen Begegnungen mit Bischöfen, ne, die eben da sieht man auch in verschiedenen Kontinenten, was den Glauben ausmacht, wo der Glaube wirklich kraftvoll ist oder wo die Nöte sind. Das ist klar. Ne. Bestärkt hat ihn unter anderem auch immer wieder die Erfahrung, dass junge Menschen sich tatsächlich dem Ruf Christi öffnen, ob ins Priestertum hinein oder ob in die Vita Consacrata, also ins religiöse Leben, sprich Ordensgemeinschaften. Das war für ihn einfach ein Zeichen, dass die Saat, die gesät wurde, auch aufgeht. Ja. Natürlich ist es so, dass er selber auch alles versucht hat, um solche Personen zu stärken, auf dem Weg zu bleiben und einfach versucht hat, eben immer wieder, dieses ist so wie ein Cantus Firmus, dass eben der Glaube nicht eine Last ist zusätzlich zu dem, was das Leben auf die Schulter legt, sondern eine Hilfe, um diese Last zu tragen. Aber es geht nicht um Lastentragen, sondern es geht darum, dass der Glaube letztlich einfach sozusagen Anlass zum Frohsein ist. Wie oft hat er geprägt, also der Glaube gibt Berechtigung zum Frohsein und zur Freude, trotz der ganzen Situation, die wir manchmal in uns haben und aber sehr oft auch um uns herum. Er hat immer wieder betont, der Glaube ist eben keine Lehre oder die christliche Glaube, sondern im Wesentlichen die Beziehung zu Jesus Christus. Ganz intensiv hat er Sie als eucharistischer Mensch sicherlich immer in der Heiligen Messe vernommen. Sie haben in den letzten Jahren ja mit ihm fast täglich die Heilige Messe gefeiert. Genau. Ist Ihnen da was in Erinnerung geblieben, wie er die Heilige Messe gefeiert hat? Haben Sie da irgendwas beobachtet? Es ist so, wir haben ihn ja selber erlebt, öffentlich bei der Zelebration, als Kardinal, als Bischof, also in großer Würde, in großer innerer Anteilnahme. Und das hat sich auch bei der sogenannten Privatzelebration, also wenn er jetzt nicht öffentlich war, sondern in der Hauskapelle, genauso. Also völlig unaufgeregt, ganz einfach. Er war dann einfach sozusagen die Persona Christi. Auch dann, als er da nicht mehr selber Hauptzelebrant gemacht hatte, weil er nicht mehr stehen konnte so lange und auch nicht mehr die Kraft hatte, das auszusprechen. Also auch im Rollstuhl. Also auch das ist natürlich eine Herausforderung, dass die Kraft, die physische, aber auch die psychische Kraft abnimmt und er das zulassen muss. Und jetzt sozusagen ein anderer am Altar steht, wo er Jahrzehnte gestanden hat. Aber auch dieses Annehmen, das war für mich auch eine Lebensschule, hat mir gezeigt, dass auch ein großer Geist, wenn er wirklich groß ist, das annimmt, was eben auch kleine Geister trifft. Das heißt, dass das Leben einfach gegen das Ende hin weniger wird, notvoller wird, abhängiger wird, schwieriger wird. Und trotzdem ist es das Gleiche. Woran denken Sie vielleicht zuerst, wenn Sie an Papst Benedikt zurückdenken? Also was mich dann sozusagen immer wieder überwältigt, war eben natürlich die Erfahrung, die ich, als ich ihn das erste Mal in der Kapella Sistina gesehen habe, in Weiß, das heißt als Papst. Das ist wie so ein Flash, na, da kann ich gar nichts dafür, das ist so. Aber dann ist es so, dass ich, sein einfaches,
Vorbild, überhaupt nicht sich in den Vordergrund stellend oder sich im Vordergrund wissend, dass er dieses einfache Vorbild wirklich gelebt hat. Und nicht nur jetzt sozusagen versucht hat, das also den anderen klar zu machen, sondern das war sein eigenes. Ja. Er war der, der war, gerufen vom Herrn und hat die Verantwortung dann auch auf sich genommen. Wir wissen ja, wie oft er gesagt hat, dass er eben anderes vorhatte, aber jedes Mal musste er dann dem Herrn folgen und ist ihm auch gefolgt, bis zum Schluss. Ja. Also dass sein Lebensziel oder seine Lebensaufgaben, die er, dass er die woanders gesehen hat und wo er meinte, er habe mehr Kräfte, mehr Begabung, aber der Herr wollte anders, also dann folgt er dem Herrn. Worin ist er Ihnen persönlich Vorbild geworden? Vorbild in der Klarheit des Glaubens, in der Unbeirrbarkeit des Glaubens und in der Freude des Glaubens. Diese drei Elemente, die haben mich immer wieder bewegt und bewegen mich nach wie vor. Was würden Sie jetzt als wichtigstes Vermächtnis, auch für die Kirche, das noch zu heben ist oder weiter zu heben ist, bezeichnen? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass die Schätze des Wirkens Benedikts und auch der Person Benedikts noch lange nicht gehoben sind. Es sind sehr viele Schätze, die da sind und die Personen, die Gläubige, die die Kirche bereichern. Und es ist ja auch mitunter auch eine Aufgabe, denke ich mir, von vielen, diese Schätze nicht nur jetzt ruhen zu lassen, sondern zu heben und zu präsentieren. Für mich als Vorbild, das Wichtigste für mich ist, dass ich einfach in ihm jemanden sehe, der mir selber in meinem persönlichen Leben, in meiner persönlichen Lebensführung, sei es in guten, sei es in schlechten Tagen, einfach ein Vorbild ist, den Herrn nie zu vergessen und immer daran zu denken, dass er da ist, auch dann, wenn es brennt oder wenn es schwierig ist oder wenn es mal gar nicht mehr geht. Und ihn nicht zu vergessen, wenn man meint, also es geht jetzt ganz von alleine. Sein geistiges Testament endet eigentlich mit einem Appell, quasi er ruft uns zu, steht fest im Glauben, lasst euch nicht irritieren. Wir sind in einer Zeit der Desorientierung, starken Desorientierung. Was würde er uns, was würde er den Gläubigen empfehlen, was müssen wir tun, um uns nicht leicht irritieren zu lassen? Er hat ja, Sie haben es angesprochen, in seinem geistigen Testament, auch am Anfang, hat er dann gesagt, dass eben in seinem langen Leben kamen ja vor allem jetzt in der Theologie, also in der wissenschaftlichen Theologie, es kamen ja Thesen und Antithesen und so weiter und manche Thesen wurden dann so fest vorgetragen, dass es klar war, das, was die Kirche im Credo lehrt, vieles ist gar nicht mehr wahr. Es ist einfach überholt. Dann kamen andere Thesen, die haben das Gegenteil behauptet und. Das heißt konkret, das Entscheidende ist, von wem lasse ich mich führen? Glaube ich, dass der Heilige Geist, der uns verheißen ist, dass auch in der Kirche wirkt und dass die Kirche gegen alle Widerstände, auch gegen alle Zeitgeister stärker ist und die Wahrheit hat oder besser gesagt in der Wahrheit ist und uns in der Wahrheit hält? Oder meine ich, ich oder Leute aus der Wissenschaft, die jetzt das und das behaupten, sind stärker und ich lasse mich da verführen? Für mich ist das Entscheidende geworden und geblieben, dass ich mich tatsächlich an das, sagen wir so, an die Weisheit der Kirche, an das Credo der Kirche, an den Glauben der Kirche halte, weil das mir Sicherheit und Geleit gibt durch mein eigenes Leben. Herzlichen Dank, Herr Erzbischof. Danke Ihnen.